Also die Idee vom Legografen kam daher, ich habe im Internet ein paar Bilder gesehen von Fotografen, die Lego-Männchen als Models genommen haben. Fand ich ziemlich cool, die Idee. Wollte ich nicht kopieren, habe dann beschlossen, da ich mit meinem Blog auf Bonn festgelegt bin, ich brauche was anderes, habe den Legografen als alter Ego erfunden. Ja, und so ist es entstanden und gekommen. Meine Inspiration für die Motive, die kommt einfach so, kommt aus dem Bauch raus. Ich bin unterwegs, sehe was, denke mir, könnte was für meinen Blog sein, für einen von den dreien, die ich inzwischen habe. Ja, und dann lege ich los und wenn das Bild am Ende so aussieht, wie ich es mir vorgestellt habe, lade ich es irgendwann hoch. Also die Lego-Figur hatte ich zuerst von meinem Sohn. Danach bin ich tatsächlich in Köln gewesen, im nach Lego-Store und habe da meine Figur zusammengestellt. Beim Lego-Grafen versuche ich eine andere Perspektive zu wählen, muss ich auch mit dem Lego-Männchen, was das Ganze etwas schwieriger macht, aber auch spannender, schöner eigentlich, weil 0815 kann fast jeder heutzutage. Ich wähle einen Blickwinkel, wo man das im Hintergrund meistens erkennt, muss man nicht. Und dann wird losfotografiert. Also die Perspektive verändert sich schon stark eigentlich, weil man muss gucken, was kriege ich in den Hintergrund rein. Meistens ist es unscharf, ist auch in Ordnung, man soll es einfach aber grob erkennen. Manche Bauten erkennt man, Kölner Dom ist auch unscharf, recht eindeutig. Meine Kinder sind total begeistert. Mein Sohn will immer helfen und gucken. Klar, es war sein Lego-Männchen am Anfang und er liebt auch sein Lego noch. Und deswegen ist er immer schön dabei, wird mich demnächst auch wieder begleiten wahrscheinlich. Aber der Lego-Graf liebt Bonn, der ist total gerne in Bonn. Es ist eine schöne Stadt. Wir haben Wasser hier, den Rhein, den lieben wir beide. Wir können nicht ohne Wasser. Meer wäre zwar schöner, aber man muss sich ja mit Kleinigkeiten zufrieden geben. Und Bonn ist jetzt nicht gerade klein, aber auch nicht zu riesig. Und der Lego-Graf ist ja auch nicht so riesig. Wahrscheinlich würde sich in der Großstadt verlieren. Bonn, fotogen, total. Bonn hat viele schöne Ecken, auch hässliche Ecken, die ich aber auch genauso liebe. Bonn verändert sich. Man kann jetzt momentan aktuell gucken, Kirschblüte in der Altstadt, ist total überlaufen. Trotzdem mag ich da gerne durchlaufen. Nicht tagsüber, wenn die ganzen Leute da sind, sondern eher früh morgens. Aber es ist total schön und es gibt so viele schöne Ecken und ich bin so oft am Rhein und ja, das ist einfach toll.